Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Mittwoch. Ja, heute sieht es gar nicht so schlecht aus. Ist zwar bedeckt, nicht so richtig die Sonne raus, aber es sind Plusgrade. Oh Gottes Willen, jetzt geht die Klimaerwärmung wieder los, ne, Greta? Nachdem wir uns am Arsch gefroren haben, 3 Wochen. Aber gut, ja, wir wissen ja, wie wissenschaftlich diese Klimaforscher arbeiten. Das ist in ihrer Wissenschaft, die treibt sie an. Nicht die hier. Ja, 433 Stunden zur Weltgeschichte kommen wir heute und damit der 951. Geschichtsstunde insgesamt. Und wie immer, bevor wir zu der kommen, ein paar Worte zu Geschehen, was schon wieder so drin steht. Allerdings, was ich gestern ganz vergessen habe, das wollte ich mal ansprechen, weil ich hatte, war ja nun gestern, nee, heute ist Mittwoch, vorgestern selber unterwegs. Und da haben sie, wie gesagt, mit einigen Leuten gesprochen. War keiner dabei, der das toll fand, was momentan hier abgeht. Und dann kam natürlich gleich im Mittagsmagazin am Tag darauf, angeblich in Erfurt waren sie da, oder sie waren in Erfurt, das will ich nicht bestreiten. Und da haben sie wieder nur Leute gefunden, die das toll fanden, dass da eine Maske kommen soll, FFP2 und bla bla bla. Ne? Ja, und gut, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich vermute mal, erstens ist es ganz leicht, die mit der dicksten Maske rumrennen, da wo nicht mal 10 Meter in einem Umkreis jemand in der Nähe ist. Von denen kriegt man wahrscheinlich dann auch die richtigen Antworten. Da kann man das natürlich ganz genau vorher selektieren, wen man sich da vor der Kamera holt. Dann haben sie wahrscheinlich alle die rausgeschnitten, die gesagt haben, leck mich jetzt mal am Arsch, wir haben die Schnauze voll. Und vielleicht haben sie auch noch ein paar wie sagt man dazu, Komparsen oder Statisten da vorbeilaufen lassen, die sie dann vor der Kamera gestellt haben, denen sie dann 100 € in die Hand gedrückt haben, gesagt, danke für Ihre Antwort. Ja, gut, das nur dazu. Und jetzt kommen wir zu den aktuellen Meldungen. Ja, heute erstmal, diesmal ausnahmsweise mal nicht Corona als erstes, sondern Machtwechsel in den USA. Ja, die Machtergreifung der Sozialisten, Kommunisten und Zionisten. Fragt sich nur, ob sie von der Machtergreifung noch so erfreut sein werden. Ich habe da meine Vermutungen, was da die nächsten Tage, Monate und Jahre in den USA los sein wird. Nämlich sowas Ähnliches wie Bürgerkrieg, weil die Leute haben lange spitz bekommen, dass ihr hier keinen gewählten Präsidenten zum Präsidenten macht, sondern jemanden, der durch Manipulation, Betrug und Beschiss zum Präsidenten gemacht worden ist. Biden wird als Präsident vereidigt, Trump hat Weißes Haus verlassen. Biden will zahlreiche Trump-Beschlüsse sofort zurücknehmen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie erfreut die Südstaaten sind, wenn der Herr Biden vielleicht jetzt die ganzen marodierenden Banden, die da aus Guatemala, Honduras gen Norden strömen, nach den USA lässt, und die dann über tausende Kilometer den Virus ja verbreitet haben. Super Spreading Event, ne? Während er dann anfängt, vielleicht die Amerikaner einsperren zu wollen wegen seiner Corona-Macke. Ne? Ja, bin ich mal gespannt. Und die Amerikaner, die haben da ja noch ganz andere Freiheiten als wir. Die haben sie sich erhalten, die haben sie sich nicht wegnehmen lassen. Trump begnadigt Ex-Berater Bannon und 72 weitere Personen. Noble Geste, richtig. EU erleichtert über Bidens Amtsantritt, bietet Gründungsakt an. Ja, die Globalisten, Kommunisten, Zionisten und Sozialisten wähnen sich am Ziel. Aber ihr werdet euch noch wundern, euer System wird zerbröckeln, zersplittern, kaputt gehen, weil immer mehr Menschen auf der Welt mitbekommen, was ihr für Gauner seid, dass ihr den Menschen nichts Gutes wollt, dass ihr auch kein Friedensprojekt seid oder was ihr euch da alles immer für positive Attribute anheftet, die mit euch überhaupt nichts zu tun haben. Ihr seid keine Demokraten, ihr wollt keine Freiheit für die Menschen und erst recht keinen Rechtsstaat. Ihr wollt euer linkszionistisches Recht als Recht durchsetzen und es wird euch nicht gelingen. Wie lange es dauert, bis ihr zusammenbrecht, kann ich nicht voraussagen. Ich bin nicht Nostradamus, ich bin kein Hellseher. Ich kann nur eins eins zusammenzählen und drumherum schauen, was so passiert in der Welt. Und ihr wisst ganz genau, dass die Menschheit immer, immer mehr munter wird, auch wenn ihr in euren Massenmedien den Naiven, den nach wie vor Naiven, was anderes präsentieren wollt. Und das haben wir gestern an dem Bund-Länder-Gipfel gesehen.
Arbeitsminister Heil erlässt Verordnung für mehr Homeoffice. Jetzt wird da schon in die Firmen eingegriffen, dass sie Homeoffice machen müssen. Und wenn sie nicht machen wollen, müssen sie wahrscheinlich wieder 3 Seiten Bericht schreiben, warum das nicht geht. Also nochmal ein bisschen mehr Bürokratie, um die Wirtschaft zu schädigen. Bund fordert strenge Umsetzung der Beschlüsse zu Schulen. Also weiterhin schön dafür sorgen, dass unsere Kinder zu psychisch kranken werden und zu physisch kranken, weil sie sich in euren unterkühlten Schulen mit Mundschutz den Rest holen und weil sie diesen Mundschutz tragen, noch schlechter Abwehrkräfte aufbauen können als jemals zuvor. Wirtschaft reagiert zufrieden, Länder entscheiden über Umsetzung. Na, da bin ich mal gespannt, was da Herr Ramelow erlässt. Also wir haben ja nun festgestellt, das ist zum Glück nicht gekommen, was der Herr Irre Sonnenkönig in Bayern macht, dass den Leuten alle diese FFP2-Masken beim Einkaufen sogar aufdrängen will. Ob der Herr Ramelow über diesen Beschluss hinausgeht, weil es sind ja nun auch diese weiterhin erlaubt. Ich zeige es mal kurz. Also diese ganz normalen blauen, diese sogenannten medizinischen OP-Masken. Ja, gut. Schauen wir mal. Und im Übrigen haben wir ja festgestellt, es ist so einiges von dem, was Frau Kanzlerin, und soll ja ganz schön ein bisschen aus der Puste geraten sein, die Dame, durchsetzen wollte und ihre angeblichen Experten, ihre 12, 13 Leute oder was weiß ich, wie viele da sind, die sich fein säuberlich zusammengesucht hat, die von demselben Leuten im Hintergrund am Fädchen hängen, wie sie selber, die das haben wollten. Ich sage mal so, da können die Naiven in diesem Land froh sein, dass es mittlerweile so viele Rechtsextremisten, Neonazis, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker gibt, weil das sind ja alle, die das Maul aufmachen, ne? Die werden ja alle so einklassifiziert, denn nur weil sie wahrscheinlich, und die wissen ja genau, dass das, was sie uns in ARD und ZDF präsentieren, von der Riesenzustimmung totaler Humbug ist, dass die Leute immer grantiger werden mit diesem ganzen Unsinn, weil sie erkennen, dass es Unsinn ist, werden sie schon ihre Dossiers bekommen haben aus der Bevölkerung von ihren Guck- und Horchvereinen wie Verfassungsschutz etc., dass es mächtig brodelt und dass das vielleicht ziemlich zum Umkippen der Stimmung führen könnte, wenn man diese Sachen alle hätte durchgesetzt, wie die Frau Merkel und ihre angeblichen Experten es wollten. Ja, und wie gesagt, schauen wir mal, ob es noch ein paar Verrückte gibt, wie den in Bayern, der die Leute sogar noch schlimmer gesundheitlich schädigen will mit FFP2-Masken, die nachgewiesenermaßen sogar im Arbeitsschutz genaue Regeln haben, wie man sie tragen darf, wann man sie tragen darf, dass Leute mit Herz und solchen Geschichten, die Probleme haben mit Luft etc., sie gar nicht tragen dürfen. Aber der Herr Söder ist ja Gott in Bayern, der entscheidet, wie Gott, wer leben darf und wer nicht. Ne? Ja, haben wir Corona-Pandemie, Öffnung der Impfzentren NRW verzögert sich wegen Impfstoff. Ich habe es mir durchgelesen. Es liegt nicht etwa offiziell daran, dass immer mehr bekannt wird, dass es Impftote gibt oder beziehungsweise Tote nach den Impfungen vermehrt, gerade bei den über 80-Jährigen. Es liegt daran, weil BioNTech nicht so schnell liefern kann. Ne? Ja, man muss ja immer drumherum reden. Ihr wisst doch ganz genau, warum ihr das jetzt so ein bisschen rauszögert, weil eure Angst doch wahrscheinlich etwas immer größer wird, wenn jemals herauskommen sollte, und es wird herauskommen, dass Leute wegen eurem Impfstoff verstorben sind, die hätten nicht sterben müssen. Ihr macht euch jeden Tag hunderttausendfachem Körperverletzung und Mordes schuldig, wenn ihr weiter diesen Dreck verimpft, den, ich betone es noch einmal, ein Herr Shahin und seine Mitarbeiter sich nicht geben lassen wollen, weil sie Angst vor Ausfällen haben. Und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das ist das, was er, liebe ARD, euch in die Kamera gesagt hat. Und nicht dieser Schnipsel, den ihr da bei Brisant wieder ein paar Naiven, die das Königshaus gerne sehen, präsentiert haben. Ja, das englische Königshaus. Russland, Verleumdungsprozess gegen Kreml-Kritiker Nawalny verschoben. Dann Italien, Ministerpräsident Conte, das war mir doch klar, gewinnt Vertrauensabstimmung im Senat. Es gibt immer genügend Leute, die sich hier kaufen lassen und dann nicht, wie sie eigentlich abstimmen müssten in einem Parlament, nach Wissen und Gewissen ihre Händchen heben, sondern nach wer
protegiert und zahlt mir am meisten. Ja, aber Herr Conte, deine Zeit ist gekommen. Und wenn die nächsten Wahlen anstehen, gehe ich von aus, dass die Italiener sagen: Verschwinde, andiamo, andiamo, Herr Conte, Signore Conte, vai, vai, vai. Ne? Und dann wird abgerechnet mit dir, hoffentlich. Und dann wirst du für alle toten Italiener, die wegen deinen Maßnahmen gestorben sind und wegen deiner Impfung, wo du genauso weißt wie die hier, wie gefährlich sie ist, gestorben sind, dafür zur Verantwortung gezogen werden. Salvini, bitte sorge dafür, dass dieser Mann und seine ganzen Mitstreiter vor ein Tribunal gestellt werden für das, was sie den Italienern an Verbrechen angetan haben. Diese linkszionistische, diese kommunistische Regierung, die da jetzt in Italien die Macht ergriffen hat. Ja, Bundeskabinett, Küken töten soll 2022 enden. Ja, ich habe nichts dagegen. Also es ist ja Schwachsinn, was da gemacht wird. Ne? Und natürlich eine Frechheit. Aber da ist man ganz strikt dabei. Küken töten ist verboten, aber Alte töten ist okay mit der Impfstoff. Ne? Ja, da sehen wir, wie irre diese Gesellschaft geworden ist. Grundgesetzänderung zu Kinderrechten verabschiedet. Ja, man will die Familien noch mehr gegeneinander aufbringen. Kleine Kinder mit 8 Jahren, die wissen natürlich mehr, was ihr Vater ihnen sagt oder ihre Mutter. Und wenn sie dann lange genug von linkszionistischen Ideologen im Kindergarten und in der Schule aufgehetzt werden, dann tun sie noch ihre eigenen Eltern unter Umständen verklagen. Das ist die Politik von Kommunisten, Zionisten, von Globalisten und von Kommunisten, Sozialisten, Zionisten und Globalisten. Sie wollen die Welt spalten, jeden gegeneinander hetzen, selbst im kleinsten Teil der Menschheit in der Familie. Das ist die Politik, die sie als die Gute verkaufen. Pressefreiheit, Zahl der Angriffe auf Journalisten 2020 stark gestiegen. Ja, wenn es keine Journalisten sind, sondern nur schlimme Gauner und Propagandisten, die sogar ihre eigenen Sendungen fälschen, um Wahrheiten, die ausnahmsweise dort mal ausgesprochen worden sind, wieder rückgängig zu machen, wie das die Kanzlerin gerne macht mit Wahlen. Das sind keine Journalisten mehr. Ihr sollt Bitte lasst das Wort Pressefreiheit weg. Ihr wollt keine Pressefreiheit, ihr wollt Propagandafreiheit. Und Propagandafreiheit, dafür ist diese Pressefreiheit nicht erstritten worden, damit Leute wie Reschke und Reske und Kleber und Co. uns Lügen, gedruckte Lügen verkaufen können. Dafür wurde niemals eine Pressefreiheit erstritten. Die wurde dafür erstritten, dass die Leute die Wahrheit erfahren dürfen und vollkommen ungeschminkt und nicht Propaganda für verbrecherische Regime gemacht wird. Deswegen habt ihr jeden Anspruch auf Pressefreiheit für mich verloren, weil ihr macht keine Pressearbeit, ihr macht Propagandaarbeit. Ja, und damit sind wir durch erstmal mit den Themen. Jetzt noch schnell die Zahlen. Oh. Ja, 15.974 positiv getestete, nicht Infizierte, nur positiv getestete haben wir heute. Dann kommen wir wieder natürlich, weil ja geimpft wird, minus 1.148 Verstorbene, wo mit Sicherheit mittlerweile viele Alte drinstecken, die noch leben könnten, wenn man ihnen keine Impfung verpasst hätte, die sie dann nicht vertragen haben, ihre schweren Krankheiten sich dadurch noch schwerer gestaltet haben und sie diese Martyrium nicht mehr geschafft haben zu überstehen. Das sind eure Verbrechen, die ihr jeden Tag begeht und die werde ich euch jeden Tag ins Gesicht sagen, auch wenn es euch nicht gefällt, weil es sind Verbrechen an diesen alten Leuten, an Kranken, an Leuten, die ihr teilweise noch mit massiver Gewalt dazu zwingen wollt, dass sie sich diese Impfung geben lassen oder durch monatelange physische Indoktrination, damit sie angeblich dann freiwillig hingehen. Dann haben wir minus 25.000 600 Genesene und da gucke an, minus 10.774 ist der Saldo heute, aber das liegt nicht dran an euren Maßnahmen, ist ganz einfach normal. Der erste große Schwung der normalen Grippe des Jahres ist vorbei. Die Leute haben sich zum Glück nicht alle an eure Maßnahmen gehalten, sind rausgegangen, haben frische Luft geschnappt, haben ihr Abwehrsystem gestärkt dadurch und jetzt haben sie sich eingestellt auf diesen Virus, der jetzt wieder umgeht, der neue Grippevirus. Und deswegen
wären sie natürlich nicht so schnell krank, beziehungsweise sind schnell genesen, wenn sie mal leichten Schnupfen haben und können das abbauen, weil sie sich eben nicht an eure Maßnahmen so gehalten haben, wie ihr sie ihnen aufdrückt. Ja, dann haben wir seit 28. Januar 2020 nunmehr 2.068.002 positiv getestete, nicht etwa Infizierte, minus 48.770 Verstorbene, in denen mittlerweile wahrscheinlich sehr viele drinstecken, die durch die Impfung verstorben sind. Und dann haben wir minus 1.741.800 Genesene, sodass wir jetzt bei einem Saldo sind von 277.432 aktiv positiv getesteten, nicht wie es jeden Tag als Lüge drin steht, Covid-19-Infektionen. Und das sind bei 83.166.771 Einwohnern in diesem Lande gerade einmal prozentual 0,333, also eine Schnapszahl sogar hinterm Komma, 0,33%. Das heißt abgerundet bei zwei Stellen hinterm Komma 0,34 und buchhalterisch, wenn wir nur eine Stelle nehmen, 0,3%. Ja, und damit sind wir durch mit dem Kladderadatsch und es kann losgehen mit den mit der Geschichtsstunde, aber vorher brauche ich jetzt noch einen Schluck Milch. Prost. Da haben wir das erste Schlückchen und noch ein Schlückchen Kaffee. Und dann kann es losgehen mit dem Rückblick auf gestern. Da hatten wir erst dann gestern erst was Feuchtfröhliches, was ja jetzt mittlerweile verpönt und verboten ist, das Feiern mit diesem Zeug. Ne? 1690, Perignon erfindet Flaschenkorken. Das war der Herr Pierre Perignon. Dann hat man um 1690, ich weiß nicht, warum das so wichtig war, das hier in das Geschichtsbuch zu machen, das musste wahrscheinlich wieder das auserwählte Volk, das erwählte Volk vorkommen. Um 1690, Hausbuch der Glückel von Hameln, war eine Jüdin, die hat so erzählt, wie sie ihre Hausarbeit und was weiß ich macht. Ich weiß nicht, wie wichtig das für die Geschichte ist. Es war angeblich wichtig für die deutsche Geschichte der Juden in Deutschland. Gut, okay. 1690, Polarisation des Lichts. Die entdeckte Christian Huygens, der Niederländer. Die Engländer wollten es, der Herr Robert Hooke wollte es ihnen mal wieder streitig machen. 1691, Patent auf erste Waschmaschine, die bekam John Tyseke, geschrieben Tyzacke, also wie Zacke. John Tyseke wurde allerdings damals mehr industriell verwendet, um die Restpartikel bei der Produktion wieder herauszubekommen aus der Wäsche. 1691, Hexenjagd in Nordamerika, das war in Salem damals, da konnte man erleben, wie fanatische Richter Unrecht zurecht machten, so wie wir das derzeit in diesem Lande öfters leider auch erleben. 1693, neuer Motor nutzt Meereswellen, den erfand der Engländer J. Hartley, um Mühlen und so weiter, Mühlräder anzutreiben. Ja, und 1694, musikalisches Wunderkind, das war die französische Komponistin Elisabeth Claude Jacquet de Laguerre. Dann hat man 1695, Staatenbund der Ashanti. Da konnte man auch erfahren, dass sie selber mit am Sklavenhandel beteiligt waren. Die armen Afrikaner, die haben also ihre Brüder und Schwestern selber mit eingefangen und verkauft als Sklaven. Nicht nur nach Nordamerika und Südamerika. Ja, und das war in Westafrika. Ja, und dann hat man 1695, Schloss Lietzenburg. Das war ein kurzer Artikel darüber, wie das Schloss Charlottenburg entstanden ist. Sophie Charlotte von Brandenburg wird in der Nähe des Dorfes Lietzow, heute Lützow bei Berlin, das Schloss Lietzenburg erbaut, später Name Charlottenburg. Ja, und dann ist mir ein kleiner Fauxpas unterlaufen, weil hier auf den beiden Seiten ging es immer rüber und über, da eine Randbemerkung, da wieder ein großer Artikel, Randbemerkung, was chronologisch betrifft. Und da habe ich gedacht, 1696 gab es nichts, aber einen Artikel gab es, den lese ich jetzt noch vor. Und zwar 1696, Reiterpost über Alpenpass. Ein Abkommen zwischen Österreich und Mailand ermöglicht die Einrichtung einer Reiterpost über den großen St. Bernhard. Seit im 12. Jahrhundert der europäische Handelsverkehr wiederbelebt worden war, ist der 2472 Meter hohe Alpenpass
zu einer wichtigen Transitstrecke zwischen dem nördlichen Europa und dem Mittelmeergebiet geworden. Das hatte ich gestern vergessen, weil einmal stand rechts was in Brandbemerkung vom nächsten Jahr und hin und her. Und das letzte gestern war dann eine Abhandlung, 15. September 1697, über August der Starke von Polen, dem sächsischen und polnischen König damals. Ja, war in Sachsen König oder nur Kurfürst, das muss ich überlegen. Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen wird König von Polen, genau. Da hat man mal viel mehr erfahren über diesen Herrn. Und heute geht's weiter. Wir bleiben in Sachsen, wir bleiben in Dresden. Fokus: barockes Elbflorenz. Augusts Prachtentfaltung in Dresden. Auf seinen Reisen durch Europa hat August der Starke, Kurfürst von Sachsen, die großen Projekte der Renaissancekunst kennengelernt und wünscht sich nun für Dresden ein ähnliches Äußeres. Er veranlasst repräsentative Bauten wie den Dresdner Zwinger. Die Stadt steigt unter ihm zur europäischen Kulturmetropole auf. Ja, und los geht's. Im Jahre 1685 gehen durch einen verheerenden Brand große Teile der Stadt Dresden in Flammen auf. Mehr als 70% der Bauwerke der Altstadt werden zerstört. So groß die Tragödie auch ist, mit der Zerstörung bietet sich für Kurfürst August von Sachsen die Möglichkeit, die Stadt komplett neu aufzubauen, und zwar nach dem Vorbild des italienischen Barocks. Der ursprüngliche Neuaufbauplan hatte sich zwar noch stark an dem Vorbild der Königsstadt Versailles in Frankreich orientiert, am Ende konnte er aber wegen finanzieller Schwierigkeiten nur eingeschränkt verwirklicht werden. So wird der ursprüngliche Plan dahingehend verändert. Statt eines großen, prächtigen Schlosses eine Reihe von kleineren Schlössern und Palais zu erbauen, die alle in einen eigenen Zweck erfüllen, die alle einen eigenen Zweck erfüllen. Neue Bauvorschriften regeln die städtebauliche Umwandlung. Die schmalen Giebelhäuser, die noch aus der Gotik und Renaissance stammen, verschwinden. Um ein erneutes Feuer zu vermeiden, wird nur noch in Stein gebaut. Die Anzahl und die Höhe der Stockwerke werden vorgeschrieben. Insbesondere der Baumeister Matthäus Daniel Pöppelmann und der Bildhauer Balthasar Permoser prägen das Bild des barocken Dresdens zur Zeit Augusts des Starken. Pöppelmann gilt als wichtigster Baumeister des sächsischen Barocks. Das großartigste Zeugnis barocker Baukunst, das unter August dem Starken zwischen 1711 und 1722 in Dresden entsteht, ist der Zwinger, eine von Galerien und Arkaden umsäumte Platzanlage. Der Baukomplex, der keinen Wohnzwecken dient, beeindruckt durch die Verschmelzung von Architektur und Plastik. Die Bezeichnung Zwinger rührt daher, dass der Ort ursprünglich zwischen der äußeren und der inneren Festungsmauer lag. Neben dem Zwinger entsteht in Augusts Regierungszeit die Frauenkirche, das japanische Palais, das Friedrichschlösschen mit seinem Barockgarten sowie das Schloss Pillnitz. Auch der Bau der Elbbrücken fällt in die Umbauphase. Und der erste und einzige Unterabschnitt zu dem Fokus: Kunstsammler. Große Bedeutung hat die Zeit Augusts des Starken auch für die Sammlungen und Museen von Dresden. Obwohl der Kurfürst kein großer Kunstkenner ist, ist das Sammeln und der Kauf von Kunstwerken eine seiner Leidenschaften. Bereichert werden seine Bestände noch durch Geschenke und Kriegsbeute. Mehrere hundert Bilder berühmter flämischer und holländischer, deutscher und italienischer Künstler ergänzen so die bereits vorhandenen sächsischen Kunstsammlungen. Dazu gesellen sich wertvolle Schmuck- und Edelsteine. 1722 sorgt August der Starke dafür, dass alle Gemälde aus der Kunstkammer und den verschiedenen Schlössern in einer großen Gemäldegalerie zusammengefasst werden.
Auch eine bedeutende Sammlung von Gipsabgüssen, antiker Skulpturen mit mehr als 800 erlesenen Stücken, kauft August der Starke im Zuge seiner Sammelwut. August der Starke, der seinen Beinamen teils wegen seiner Statur und der großen Körperkraft, teils wegen seiner zahlreichen Mätressen trägt, orientiert sich in seinem ganzen Lebensstil am Beispiel des französischen Königs Ludwig dem 14. Zwar kann er weder in Polen noch in Sachsen gegen den Willen der Stände ein absolutistisches Herrschaftssystem durchsetzen, doch in seiner prunkvollen Hofhaltung und seiner Bautätigkeit steht er dem Sonnenkönig kaum nach. Wie Ludwig der 14. ruiniert auch er die Staatsfinanzen. Dazu tragen die vielen prunkvollen Feste bei, die sich teilweise über Wochen hinziehen. Die Feierlichkeiten, zu denen August auch das Volk einlädt, verschlingen Unsummen. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wird die Innenstadt Dresdens durch Bombenangriffe fast vollständig zerstört. Viele Kunstschätze werden vernichtet. Heute ist Dresden weitgehend wieder aufgebaut und gilt als eine der schönsten Städte Europas. Vor allem aber die zahlreichen Bauwerke, die unter August dem Starken entstanden sind, haben dem Ruf der Stadt als Elb, in Anführungszeichen Elbflorenz, Anführungszeichen Ende, begründet. Muss ich mal ganz kurz. Ja, wenn ich immer an diese Bombardierung denke, da in Dresden und was da für ein Terror gemacht worden ist gegen uns, was da alles zerstört und kaputt gemacht worden ist, viele Menschen gestorben sind, kommen ja mal ein bisschen die Tränen. Und wie das heute von diesen linkszionistischen Kommunisten in Dresden für ihre Zwecke missbraucht wird, die da die Mörder und Dresdnerinnen und Dresdner und den Geflüchteten aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen, Westpreußen verhöhnen, indem sie die Terroristen feiern, die uns damals bombardiert haben. Ja, und dann haben wir noch zwei Bilder dazu. Die Festarchitektur des Zwingers dient August dem Starken als Kulisse für seine Aufzüge. Das haben nicht die Kommunisten errichtet, auch nicht die Zionisten und keine Sozialisten und erst recht keine Globalisten. Das haben die Sachsen errichtet. Na? Und wie wir gelesen haben, immerhin, Herzworte Kohle verballert. Aber hat auch das Volk zu seinen Festen eingeladen. Das würde ein Herr Kretschmer nie tun. Der Herr Kretschmer feiert jetzt unter Hygienebedingungen nur noch mit seinem erlauchten Kreis, der ihn protegiert hat, damit er trotz zwei Wahlniederlagen vorher in Sachsen trotz alledem zum Ministerpräsidenten gemacht worden ist. Weiter geht's mit einem weiteren Bild. Die barocke Frauenkirche. 1726 bis 1738 von Georg Bär erbaut. Wird im Februar 1945 komplett zerstört. 1994 beginnt der Wiederaufbau. Am 30. Oktober 2005 wird der Sandsteinbau feierlich wiedereröffnet. Da haben wir's. Eine herrliche Stadt Dresden. Leider momentan im Griff von widerlichen Leuten. Weiter geht's. Und da fangen wir an mit der Randbemerkung. Und da haben wir den 23. Januar 1698. Nach sechs Regierungsjahren stirbt Kurfürst Ernst August I. von Hannover. Ihm folgt sein Sohn Georg Ludwig nach, der mit Sophie von der Pfalz, einer Enkelin König Jakobs I. von England, verheiratet ist. Der neue Kurfürst von Hannover besitzt damit auch eine Anwartschaft auf den englisch-britischen Thron. Dann haben wir 1698 ohne Datum eine Randbemerkung. Nachdem das englische Parlament Privatleuten den Sklavenhandel gestattet hat, beginnt der sogenannte Dreieckshandel zwischen Neuengland, Afrika und der Karibik, der anfangs hauptsächlich auf den Transport von Sklaven, Rum und Zucker beruht. Oder noch mal etwas größeren Artikel, da sind wir immer noch bei 1698. Zwei Seiten, allerdings eine Seite mit dem großen Bild. 1698. Kurzes Bäuerchen, nochmal. 1698. Peter I. reist inkognito durch Westeuropa.
Zar Peter I., der Große, kehrt von einer einjährigen Reise durch Westeuropa nach Russland zurück. Der Herrscher zieht aus seinen Eindrücken und Erfahrungen viele Konsequenzen, die im 18. Jahrhundert sein Heimatland verändern und der europäischen Staatenwelt näherbringen werden. Peter der Große herrscht seit 1689 im Kreml. Zwar war er bereits am 29. Juni 1682 zum Zaren ausgerufen worden, doch als zu diesem Zeitpunkt noch unmündiger. Ach so. Seine Halbschwester Sophie führte 7 Jahre lang die Regierung. Mit 17 Jahren übernahm Peter die Macht und verbannte Sophie. Erster Unterabschnitt zu diesem Artikel. Der Zar als Zimmermann. Nachdem er bereits mehrere junge Adlige ins Ausland geschickt hatte, um mehr über die nautischen Künste der Westeuropäer in Erfahrung zu bringen, brach Peter I. 1697 selbst auf. Er wollte die europäische Kultur, Wirtschaft und Handwerkskunst studieren. Als Zimmermann Pjotr Michailow verkleidet, reiste der Zar unerkannt durch die mit Russland befreundeten Staaten. 4 Monate lang studierte er als Handwerker in der Werft der niederländischen Ostindischen Kompanie bei Saardam die Kunst des Schiffbaus. Dann setzte er seine Reise nach England fort. Unerkannt besuchte der Zar Fabriken, Schulen und Museen und nahm auch an einer Sitzung des englischen Parlaments teil. Von England aus zog die Gesandtschaft nach Österreich. Während der Zar in Wien versucht, die antitürkische Allianz mit den Habsburgern zu verlängern, erreicht ihn die Nachricht vom Moskauer Aufstand der Strelitzen, des ersten stehenden Heeres in Russland. Umgehend macht er sich auf den Heimweg. Die Führer der Strelitzen hatten Peters lange Abwesenheit zu einem Umsturzversuch genutzt. Sie erklärten den Zaren für abgesetzt und wollten seine entmachtete Halbschwester wieder zur Herrscherin Russlands erheben. Als Peter I. wieder in Moskau ist, lässt er den Aufstand blutig niederschlagen. Hunderte Soldaten sterben auf dem Schafott. Und der zweite Unterabschnitt zu diesem Artikel. Ausbau der Flotte. Nachdem die Gefahr gebannt ist, beginnt Peter der Große mit dem Ausbau der russischen Flotte nach europäischem Vorbild. Russland, diese riesige territoriale Macht, hat keinen Zugang zu Meer. Die Ausdehnung des Reichs bis an die Küsten des Schwarzen Meeres, des Kaspischen Meeres oder der Baltischen See stellt deshalb das Hauptziel des Zaren dar. Binnen weniger Jahre lässt er 52 Kriegsschiffe, mehrere hundert Galeonen und andere Schiffstypen bauen und in der Baltischen See stationieren. Zunächst will der Zar ans Schwarze Meer vorstoßen und bereitet deshalb einen Krieg gegen das Osmanische Reich vor. Als sich Österreich für den Eintritt in den Spanischen Erbfolgekrieg rüstet und deshalb Frieden mit den Türken schließt, muss Peter I. seine Kriegspläne aufgeben. Stattdessen wendet sich der Zar nun dem Baltikum zu. Die Schweden haben Karelien, Estland und Livland in Besitz und werden zum Hauptgegner der Russen. Es gelingt Peter I. eine antischwedische Allianz mit Sachsen, Polen und Dänemark-Norwegen zu formen. 1700 bricht der zweite große nordische Krieg aus. Ja, ein Mann mit Erfahrung, der hat gesagt, ich mache nicht die große Klappe auf und erzähle anderen Leuten, wie sie was zu tun und zu lassen und zu erleben haben, sondern er hat erstmal selber geguckt, wie es wirklich läuft. Er hat praktische Erfahrung gesammelt, obwohl er schon Zar war, und hat dann sein Land vorangebracht. Ganz im Gegenteil zu ganz diesen ganzen Quotendämchen und solchen Leuten wie Frau Merkel, die durch widerliche Drahtzieher im Hintergrund durch ihre Presse- und Medienlandschaft nach oben gepusht worden sind, protegiert worden sind und von nichts eine Ahnung haben, aber in allem rumreden wollen. Ja, dann haben wir noch 2 Bilder dazu. Peter der Große, Zar von Russland, in der Kleidung eines Schiffsbauers, in Klammern Gemälde eines unbekannten Künstlers, Sammlung Count Probinski, vermutlich frühes 18. Jahrhundert. Ja. Ein guter Zar war das für Russland. Ein guter Zar war das für Russland.
Der wollte erstmal selber Erfahrungen sammeln, bevor er seinem russischen Volk sagte, wo es lang zu gehen hat. Und nicht solche Theoretiker wie der Herr Schneider aus Erfurt, der nur eine Bankenlehre gemacht hat und dann schnell viel Geld im Bundestag machte. Dann haben wir noch ein zweites Bild. Karikatur auf die Reformen Zar Peters des Ersten. Einem in Anführungszeichen Reaktionär, Anführungszeichen Ende, wird der Bart abgeschnitten. In Klammern kolorierter Holzschnitt um 1700, Klammer zu. Ja, das macht der Herr Söder jetzt mit seinen FFP2-Masken. Die müssen sich ja jetzt alle rasieren. Und solange ARD und ZDF und frühes Morgenmagazin da noch witzige Dokumentationen draus macht oder Berichte, da können wir nur sagen, es ist vollkommen überzogen, dass wir diese Idioten noch finanzieren müssen, dazu verpflichtet werden, dass Propaganda und Schwachsinn aus dem Fernsehen herauskommt. Ja, weiter geht's. Und da sind wir. Muss ich wieder schauen. Ja, da geht's erstmal wieder rechts. Nee, es geht links weiter. 26. Januar 1699. Ende der Türkenkriege. Der Friede von Karlowitz, der heutigen Stadt Sremski Karlovci in Serbien, beendet nach 15 Jahren den großen Türkenkrieg. Der Kongress, der den Friedensvertrag vorbereitet, hält sich von November 1698 bis Januar 1699 in der Stadt auf. Karlowitz war 1687 nach einer langen Zeit unter den Osmanen habsburgisch geworden. Mit dem Frieden ist die Türkengefahr für die Habsburger gebannt, nachdem es zuvor fast jährlich Einfälle der Türken in österreichisches Gebiet gegeben hatte. Das Habsburgische Reich hat sich als europäische Großmacht etabliert. Der Friede beendet eine mehr als 15 Jahre dauernde Auseinandersetzung, die mit der zweiten Belagerung Wiens durch die Türken unter ihrem Oberbefehlshaber und Großwesir Kara Mustafa 1683 begonnen hatte. Kurzes Bräuerchen, Entschuldigung. Und noch eins. Mustafa begonnen hatte. Entscheidend für den Ausgang des Krieges und für den Frieden war der Sieg gegen die Türken bei Zenta an der Theiß in Ungarn. Dort konnte der neu ernannte Oberbefehlshaber Prinz Eugen von Savoyen 1697 das Heer Mustafas des Zweiten schlagen. Die Türken erlitten schwerste Verluste. Dennoch sind es nicht nur militärische Siege, die zu dem Friedensschluss führen. Kaiser Leopold I. beendet den Krieg unter anderem auch aus Finanznot. Die fehlenden finanziellen Mittel hatten 1698 in einem Jahr ohne nennenswerte größere Gefechte bereits zu einer Meuterei in der Armee geführt. Auch England setzte sich für einen raschen Friedensschluss ein und vermittelte. Daneben wollten die Habsburger freie Hand für den anstehenden spanischen Erbfolgestreit bekommen. Darum verzichtet der Kaiser nach zahlreichen Erfolgen gegen die Osmanen auf eine Belagerung Belgrads, das sich nach wie vor in türkischem Besitz befindet. Durch den Frieden von Karlowitz erhält Habsburg den größten Teil von Ungarn, dazu Siebenbürgen sowie Teile von Slowenien und Kroatien. Die Osmanen werden nach Südosteuropa zurückgedrängt. Sie behalten nur Temeswar und das Banat. Polen wird Podolien zugesprochen, Russland Asow, Venedig erhält Morea auf dem Peloponnes und gewinnt seine alten Seefestungen in Dalmatien zurück. Der Ausgang des großen Türkenkrieges bedeutet für das Osmanische Reich den Anfang einer zunehmenden Zurückdrängung. Die Osmanen sind nun keine Gefahr mehr für die Region. Mittel- und Südosteuropa werden in der Folgezeit nicht mehr in ihrer Existenz bedroht. Stattdessen rückt Russland nach der Einnahme Konstantinopels für die orthodoxe Kirche zunehmend nach Westen vor. Es sieht sich als legitimen Erben des Byzantinischen Reichs. Ja, heute sorgen sie dafür, dass die Osmanen wieder vordringen können. Unsere Europäer in Brüssel, ne? Ja, ein solches osmanisch infiltriertes Land nach dem anderen wollen sie in die EU aufnehmen. Ja,
Und da haben wir noch ein Bild dazu. Heute werden wir wieder bloß 6 Seiten schaffen durch die aktuellen Ereignisse. Der kaiserliche Gesandte Graf Wolfgang IV. Zu Oettingen, Wallerstein, wird nach dem Frieden von Carlowitz am 16.02.1700 im Topkapi-Palast von Konstantinopel, dem Regierungssitz der osmanischen Sultane, empfangen. In Klammern zeitgenössisches Gemälde, Oettingen-Wallersteinsche Sammlungen 1700. Ja, damals agierten die Europäer wirklich noch im Sinne der Europäer gemeinsam, um diese muslimische Herrschaft in Europa zu verhindern. Heute öffnen sie ihnen alle Türen. Kann sich jeder mal rein drauf machen, ob die, die uns da regieren, wirklich Europäer sind oder in Wirklichkeit trojanische Pferde, die uns von Zionisten und Kommunisten, weil die die Handlanger der Zionisten sind, weil sie auch ihre Weltideologie im Kopf haben, bloß eine andere merken bloß gar nicht, dass die Zionisten eine ganz andere verfolgen. Weil die den die Türen überall öffnen und sie regelrecht hier rein chauffieren. Ja, weiter geht's noch mit 2 Randbemerkungen, 2 kurzen Artikeln. Ja, mehr werden wir heute nicht schaffen. 6.2.1699. Nach dem Tode des bayerischen Kurprinzen Joseph Ferdinand, der von dem letzten spanischen Habsburger, König Karl II., zum Universalerben eingesetzt worden war, wird die spanische Erbfolge erneut zu einem Konfliktthema der europäischen Fürstenhäuser. Und noch einmal 26.08.1699, Friedrich IV., Herzog von Schleswig und Holstein, wird als Nachfolger des verstorbenen Christian V. zum König von Dänemark und Norwegen gewählt. Und dann sind wir schon im Jahr 1700. 1. Januar 1700. Julianischer Kalender. In Russland ersetzt der julianische Kalender die bisher gebräuchliche byzantinische Zeitrechnung. Nach dem byzantinischen Kalender begann das Jahr mit dem 1. September. Gezählt wurden die Jahre in Anführungszeichen nach Erschaffung der Welt, Anführungszeichen Ende. Der Jahresanfang des 1. September wird zum 1. Januar 1700 durch den Januaranfang und die Jahreszählung durch die christliche Zeitrechnung abgelöst. Die orthodoxe Kirche begeht einige ihrer Jahresfeste bis heute nach dem byzantinischen Kalender. Und weiter geht's mit dem 11. Juli 1700, Akademie in Berlin. In Berlin wird die Akademie der Wissenschaften, in Klammern in Anführungszeichen, Sozietät der Wissenschaften, Anführungszeichen Ende, Klammer zu, durch den Kurfürst von Brandenburg, Friedrich III., gegründet. Ihr erster Präsident ist der Universalgelehrte und Initiator der Akademie, Gottfried Wilhelm Leibniz. Die Gesellschaft umfasst 4 Studienrichtungen: Physik, Medizin, Chemie, Mathematik, Astronomie, Mechanik, deutsche Sprache. Also das mit so einem Schrägstrich immer. Hier steht 4, für mich sind es 8. Physik, Medizin, Chemie, Mathematik, Astronomie, Mechanik, deutsche Sprache sowie Literatur. Die Direktoren der 4 Bereiche lösen sich jährlich als Vizepräsidenten ab. Ich denke mal, das ist so als Studienrichtung zusammengefasst. Einmal Physik und Medizin, dann Chemie und Mathematik, Astronomie und Mechanik und deutsche Sprache und Literatur so zu einem Studiengang sozusagen. Ja, gut. Ja, sind schon bei 43 Minuten. Schaffen wir also die nächsten beiden Seiten heute nicht mehr, aber das ist ganz gut. Da geht nämlich wieder was ganz Neues los im Prinzip. Und da können wir uns das für morgen aufheben. Aber wir haben schon festgestellt, so langsam neigen wir uns dem Ende des 17. Jahrhunderts zu. Mal schauen. Ich denke mal, morgen werden die letzten Einträge von 1700 sein. Und dann geht es schon ins 18. Jahrhundert. Ja, ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Ihr habt die ein oder andere Wissenslücke schließen können, beziehungsweise altes Wissen wurde wieder aufgefrischt. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass es ein paar Anregungen zum selbstständigen Nachdenken über historische Personen und Ereignisse der Geschichte für euch gab, um mal selbstständig zu schauen, ja, das, was ich da gehört habe, wenn ich das mal so zusammenzähle, kann es vielleicht anders gewesen sein, als das mir Herr Knopp und Co. im ZDF und ARD in ihren Dokumentationen
deuten und rüberbringen wollen. Ja, und dann hoffe ich, dass das Video auch heute wieder gefallen hat. Wir uns auch morgen wiedersehen, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube. Bei Facebook dauert es jetzt noch 16 Tage, das schwarze Loch, sage ich mal so. Und ja, bei BitChute bin ich gestern nicht so richtig vorgekommen. Ein Video hat er geschafft. Also das ist das Nachteil bei der Plattform. Es ist ein Glücksspiel, da Videos hochladen zu können. Da bin ich jetzt bei Nummer 42 und mittlerweile hat wtube.org sogar BitChute überholt. Da habe ich jetzt 44 müssten jetzt oben sein. Das habe ich vor Beginn dieses Videos angestoßen, das Hochladen. Das müsste mittlerweile oben sein. Das heißt, da sind wir bei 44. Da werde ich heute versuchen, bis zur 49 zu kommen. Jeden Tag 7 Stück habe ich ausgerechnet. Sind wir auf den aktuellen Stand, glaube am 23. März. Ja, gut, okay. Das soll es gewesen sein und damit verbleibe ich wie immer mit haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.